Ah, okay. Das riecht nach Krankenhaus hier. Was soll das gewesen sein? Boah, geil. Dienstschwester anwesend. Hör auf. Bart. Ist das krass. Also das Heftigste finde ich tatsächlich die Prothesen. Zeitreise. Ist das scheiße, ey. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen kleinen Lost Place Abenteuer. Ich bin heute allein unterwegs in einem anderen Land und ich habe hier beim Vorbeifahren eine, keine Ahnung, verlassene Villa, eine Reha-Klinik gefunden und ich würde sagen, wir gucken mal, ob wir reinkommen. Es geht los. Ja, die sieht auf jeden Fall von außen schon mal spektakulär aus. Sieht schon fast aus wie ein Schwimmbad. Ist auf jeden Fall schon Jahre zu, wenn ich mir das hier so anschaue. Boah, geil, ey. Verrückt. Wahnsinn. Boah, ist das brachial. NLE 187. Wirklich irgendwo im Nirgendwo hier? Okay. Ist natürlich schön, dass das auch im Gebäude hängt und nicht auf dem Gelände direkt am Anfang. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Nummer wird oder nicht, aber wir lassen uns jetzt mal überraschen. Es sieht auf jeden Fall von außen schon mal geil aus. Ah, ja, okay. Wie heftig, bitte. Ist das heftig. Wahnsinn. Aber der Anbau da hinten, der passt irgendwie nicht ganz. Okay, dann mal let's go. Hey. Ja. Cool. Boah, schaut euch mal den Stuck oben an der Decke an. Der Kronleuchter aus Plastik hängt auch noch. Ja doch, da geht ne. Die Spiegelung an der Decke. Hier liegt eine Sparzeitung von 2002. Gucken wir mal. Altersheim vielleicht? Nächster Raum. Ein paar Möbel, die irgendwie zeitmäßig von der Epoche her irgendwie gar nicht hier reinpassen, dieses schwarz glänzend. Aber das Ding ist so typisch Krankenhaus eigentlich. Reha-Klinik, keine Ahnung. Steht denn irgendwas dran? Nö. Was ist das gruselig? Wieder ein bisschen Kronleuchter. Ohne Ende Stuck an der Decke. Der nächste Raum. Nummer 5. Ich hätte jetzt wirklich fast gesagt Altenheim, dass man hier so einzelne Zimmer hatte, weil wir haben ja immer mittig hier die Lampe hängen, wir haben eine Nummer vorne dran. Diese ominöse OP-Edition mit den zwei Waschbecken-Montagepumpen da unten, beziehungsweise Wasseranschlüssen, entweder Küche oder, keine Ahnung, Waschbereich. Das ist irgendwie ominös. Der Raum hat eine Schelle, der Raum hat ein Telefon. Und man kann ihn hier abschließen. Heißt also, für einen Behandlungsraum ergibt das keinen Sinn. Na gut, ich meine, es sei denn, hat hier irgendwelche bösen Spielchen gespielt. Das ist das scheiße gruselig, ey. Nummer 6. Wieder Schelle, wieder Telefon, wieder die gleichen komischen Küchenzeile. Schränke. Spinde. Was ist denn das? Das ist irgendwas, was hier auf jeden Fall nicht reinpasst. Da steht irgendwas von Crew Call drauf, Superfilm. Was haben die denn bestellt? Wohnmobil? Quatsch. Das ist ja gar kein Sinn. Felix Römer, General Information, Shuttles für die Crew, das hat gar nichts damit zu tun. Ah, doch! Oh. Das ist ein Skript, beziehungsweise hat man hier einen Film produziert? Set, guck mal da. Wilde geht durch die Villa, erfährt, dass ein Flüchtling verdächtigt wird. Versammlung Unterwelt Bettler, Hure schlägt Wilde, junger Rumäne organisiert Kinderköder für M. Okay, krass. DOP, 9:45 Uhr. Drehbeginn, Sunrise 6 Uhr. Wann haben die das denn gedreht? Was ist das für ein Tag? Okay, wir sind auf jeden Fall an der richtigen Location, aber keine Ahnung. Steht nicht drauf. Muss da draufstehen, wann die Drehbeginn haben. Auf jeden Fall mobile Unit Base haben die mitgebracht. Die haben Wohnmobil mitgebracht. Motiv, Gebäude, keine Ahnung, haben die hier betitelt. 9:45 Uhr. 2018. Geil. Okay. Nur was für ein Film. Wie geht's weiter? Boah, das sind auch echt brachiale große Räume. Schulungsraum mit Tafeln, die man unterschiedlich hochfahren konnte. Nee, die einfach festmontiert sind. Eine Leinwand für einen Projektor. BMC, VGA, also nicht mehr das allerneueste. Aber hier gab es halt einen Schulungsraum. Für was auch immer. Ja, mit Deckenschienensystem. Warum auch immer. Abgang der Decke. Spannend, irgendwie, richtig spannend. Da ist noch ein. LKW-Fahrer, Beifahrerorganisation. Okay.
Fahrzeugunterlagen, Fahrzeugtechnikkurs, Literatur. Hm. Oh, keine Ahnung. Ja, komm, ey, das wirkt ja wohl schon, ne? Das wirkt, mit dem Stuck und den Kronleuchtern. Hier war bestimmt mal irgendwie Essbereich oder so ein Aufenthalt. Da konntest du dich hinsetzen, hier stand bestimmt mal ein Klavier. Ja, aber was das war? Alter, ist das noch groß, ey. Das hat einen Krankenhauslook, das Ding. Inklusive Kellertür. Nochmal was. Hä? Was riecht nach Krankenhaus? Leute. Das riecht nach Krankenhaus hier. Ohne Scheiß jetzt. Aber richtig. Aber das ist alles so verwinkelt hier, so komisch. Da ist ein Durchgang. Hier hast du ein paar Unterlagen. Was sind das für Unterlagen? Akademie, keine Ahnung, Auffrischungsimpfung. Okay, wir kommen vielleicht diesem Krankenhaus nutzen. Schon mal länger, Kalender 2009, 2002. Versicherungskarte für Angestellte liegen hier noch rum. Anforderungen durch HWDL, Arbeits- und Betriebsmittelschein. Reinigung vom Außengelände, Heizraum kontrolliert. Das ist komisch, was ist das? So eine Umkleide hier? Kannst du dich umziehen in der Ecke? Wobei, nee, Quatsch, da ist eine Tür hinter. Die konntest du zumachen, dass du nicht sofort hier drin stehst. Komische Farben, überall diese Kronleuchter. Boah, ey, das ist nichts für mich hier, ne? Das hier, was erwartet uns hier? Eine Couch. Und wieder ein Schreibtisch. Aktuelle Teilnehmer, erster Kurs. Aus Graz, Österreich. Ja, das ist aber, das steigt nicht hinter. Allgemeine Unfall. Versicherungsanstalt, Rechnung. Ja, keine Ahnung, echt? Da, so. Und Essen, Restaurants. Aber die haben auch nichts damit zu tun. Auflage 1996. Alter. Ich muss mich tatsächlich ein bisschen beeilen, weil sonst ist das gleich wieder todesdunkel mit der Taschenlampe hier mitten in der Siedlung. Ist halt auch nicht so cool, ne? Ja. Eine Küche. Das ist eine Küche. Und dann hast du wieder den Bereich hier. Komisch. Siemens vielleicht an Meldeanlage? Heizraumverteiler. Hm. Was ist das hier? Hä? Toiletten? Wieder so ein Aufenthaltsraum. Der gibt doch gar keinen Sinn. Leute, was soll das gewesen sein hier? Unfassbare Deckenhöhe, diesmal kein Kronleuchter, sondern Leuchtstoffröhren. Wieder den Bereich hier, keine Ahnung, sanitär. Spüle, zwei Waschbecken waren da dran. Jetzt ist da noch ein Waschbecken dran, da ist ein Dingsbums dran hier. Da ist ein Spiegel dran, hier oben. Und der Klassiker von Teresa Orlowski, wieder die Schelle hier oben und wieder das Haustelefon. Und wieder abschließbar. Heißt Seniorenresidenz. Wir sind schon mal bei Zimmer 8 von 3000. Boah, ist das gruselig. Mein Gott. Jetzt mal ehrlich, ne? Schreibt es mal in die Kommentare. Würdet ihr alleine in so eine Bude hier gehen? Also ich weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hat, dass ich das jetzt hier tue, ne? Aber ich habe halt gerade Bock auf ein Video. Okay, Zwischenwand reingesetzt aus Rigips. Was ist das scheiße gruselig hier, der Bau, ey, das gibt's doch gar nicht. Boah. Geil. Der Anbau, den ich jetzt gerade quasi von außen gezeigt hatte, wo ich gedacht habe, das ist ein Schwimmbad, Leute, das ist eine Großküche gewesen. Boah, ist das krass. Sieht das heftig aus. Das ist mal richtig lost. Warum ist der Bereich hier so kaputt? Erklärt sich, warum der kaputt ist. Die ganze Decke kommt hier runter. Hat sich hier schon mal aufgelöst. Also der Küchenbereich hier von diesem ominösen Gebäude. Also ich würde sagen, Altersheim, du hast hier Räume, die kannst du abschließen. Hm. Abgeschlossen. Das waren vielleicht einzelne Zimmer, wo ältere Dame, ältere Herr gelebt hat. Und dann hat man sich hier noch um ja, die entsprechende Essensversorgung gekümmert. Es ist halt nicht mehr viel da, es gibt einen Aufzug, der fährt hoch, der fährt runter und ein bisschen von der Küche. Keine Ahnung, nicht viel, aber der Ablauf ist noch da und ja, das da, ne? Ja,
Personal. Guck mal, Sitzordnung. Tisch 1 bis Tisch 24. 24 Zimmerchen? Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist scheiße, echt. Okay, von da hinten kam ich gerade. Hier ist dieser ominöse Essbereich, Speisesaal. Hier ist auch nochmal irgendwie was. Hier sind auch wieder Spinde ohne Ende. Hier ist eine Trennwand, die kannst du sogar aufschieben. Heißt, du konntest hier... Hast du hier so einen richtigen Festsaal gehabt, die Lampen? Leute! Das ist ja richtig retro. Die Rasterdecke, die Module, das kenne ich gar nicht. Gibt's ja nicht. Das war mal edel, das Ding. Gibt's hier noch irgendwas zu sehen außer Zimmer? Irgendwas Spannendes. Ja, da vorne ist der Eingangsbereich. Also ich glaube tatsächlich Altersheim. Schreibt's mal in die Kommentare. Das muss mal echt schön gewesen sein. Guck mal, Außenbereich. Ein Aufzug. Zugemacht, den Bereich. Warum? Was ist dahinter? Ein leerer Raum? Ja, tatsächlich. Voll geil. Echt. Vor allem dieser Aufzug hier mit so Bustüren. Absolut retro. Okay. Zweite Etage. Ey, komm. Das ist doch wohl mega. Super mega. Mit den Stühlen da auch. Wahnsinn. Da kommt noch eine Etage. Ich glaube tatsächlich, ohne Scheiß, das war irgendwie so ein Altersheim. Das waren einzelne Zimmer, du konntest die abschließen, da kann ich mich nur wiederholen. Aber das ist halt, hat halt die besten Tage hinter sich. Aber das ist halt super spektakulär. Vor allem mit der Wand hier. Geil, also das ist cool. Muss ich sagen. Warum der Zustand hier so schlecht ist, keine Ahnung. Wind hat das Dach abgedeckt. Undicht geworden, eingebrochen. Hier ist auch jeder Raum fast identisch. Hier ist die Decke schon komplett weg. Die hat sich einfach gelöst irgendwann. Die ist vergammelt, der Putz ist von der Wand gerissen. Ja, und dann ist das Ding hier einfach runtergekommen. Das sind aber... tatsächlich Krankenzimmer, glaube ich. Hier. Weil. Hier mal wieder so ein Raum. Leute, pausiert mal das Video, schreibt mal in die Kommentare, warum das ein Krankenzimmer sein könnte hier. Guck mal drauf. Eine Steckdose, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Heißt, sechs Krankenbetten, möglicherweise. Also ich glaube jetzt nicht so ein Sammelsorium für ältere Senioren, die kein Geld hatten für eine eigene kleine Residenz, für ein eigenes kleines Wohnräumchen. Sondern tatsächlich irgendwie eine Krankenstation. Eine kleine. Keine Ahnung. Palliativ. Boah. Also für Sterbebegleitung schwer zu sagen. Dienstschwester. Tatsächlich. Guck mal, da steht was drauf. Hier müssen ja noch irgendwelche Unterlagen sein. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Die Schilder sind alle weg. Das sind. Doch. Das sind auf jeden Fall. Das sind doch kleine Behandlungszimmer, beziehungsweise ja, Patientenzimmer. Gibt's ja nicht, ey. Voll geil. Das ist jetzt tatsächlich nicht das Spannendste vom Spannendsten, aber es ist halt auf jeden Fall lost. Nur könnte trotzdem Ärger geben. Guck mal, da ist er. Dienstschwester, anwesend. Was ist denn da so für ein Dienstschwestergebäude? Nichts. Nichts erinnert mehr an die Nutzung von damals. Doch, die Anzeige da oben. Da haben wir es. Da ist das Verräterische. Da kannst du klingeln und dann kommt da jemand. Da hängt eine Uhr, da hängt ein Lautsprecher und hier oben halt auf jeden Fall die Anzeige für die einzelnen Zimmer bzw. Stationen, wo man dann drückt. Ne, kennt ihr aus dem Krankenhaus, man drückt die Taste, dann geht eine Lampe an und dann kommt halt die entsprechende Schwester zu euch in den Raum. Richtig cool. Aber leider nicht mehr viel da, ne? Behandlungsraum, ich werd verrückt. Kammertüre nur öffnen, wenn Kammer drucklos auf null steht. Was für eine Kammer? Kammer? Die einzige Kammer ist die Graffiti. Badewanne. Badewanne. Achtung, nur Händedesinfektion. Ist ja voll mega. Jetzt auch ein Foto drin, Leute. Geil, schön, toll, abgewichst. Diebstahl, zurückgeblieben. Eine. Boah, was ist das? Leute, was ist das? Was wurde hier gespült? Also vielleicht ist das ein Hinweis darauf, was hier passiert ist. Kotex-Automat. Ich meine, da ist das auch drauf abgebildet, aber ich habe keine Ahnung.
was es sein kann. Aber der Verdacht erhärtet sich, wie bei mir, in der Hose gerade, dass es hier tatsächlich ein Altersheim ist, beziehungsweise Seniorenresidenz mit einer entsprechenden, möglicherweise Palliativstation, also für Leute, die jetzt schwer krank sind, dass die oben nochmal die Option gehabt haben, in so einem Krankenzimmer zu kommen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal im Keller, weil grundsätzlich ist hier alles gleich aufgestellt. Es ist auch sehr geil, dass hier überall noch Aschenbecher an der Wand hängen. Das spricht halt eigentlich für eine Zeit, die längst vorbei ist, ne? Sehr, sehr, sehr gut. Wir gehen zum lachenden Keller, ey. Da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Fernsprecher. Gammel. Ist das scheiße, ey. Urig. In Germany we say urig. Alt. Zimmer. Jetzt kommt es. Ich ahne schon was. Was jetzt mich hier erwartet. Wenn ich hier schon so die Dinger sehe, würde ich behaupten, hier ist irgendwo ein Schwimmbad. Aber hier ist leider erstmal nur Gammel. Da hinten, da kommt was. Was ist das denn da? Keine Übung darf Schmerzen verursachen. Boah, ist das cool, ey. Das ist mega. Bin begeistert. Ich würde sagen Sportraum tatsächlich. Hier unten auch wieder so ein Linoleumboden drin. Hier hinten abgeschnitten wahrscheinlich irgendwelche Sportgeräte. Übung, Schmerzen, macht Sinn. Was kommt da jetzt? Ach nein! Hör auf! Sporthalle. Heftig. Wahnsinn. Absolut Retro, 70er Jahre hier. Von den Farben, von dem Baustil. Richtig gut. Heftig. Jetzt sieht mir auch so ein bisschen aus, als würden hier die Jugendlichen ab und zu mal chillen oder haben hier gechillt. Das rote Telefon. Geil. Richtig gut. Was ist das hier für eine Mission? Boah, guck mal, so ein altes Sportgerät. Da kannst du unterschiedlich die Höhe einstellen von der Leiter und dann kannst du dich hoch und runter ziehen. Geil, ey. Richtig gut. Richtig, richtig gut. Fett. Wirklich. Leute, schreibt es in die Kommentare. Das ist nicht das Spektakulärste. Wir finden jetzt hier kein Gold, wir finden keine Uhren, wir finden keine Autos, wir finden kein gar nichts. Aber das ist halt geil. Also wirklich. Wäre das jetzt nicht so zugesprüht, wieder von irgendwelchen Schwachmaten, wäre das noch ein bisschen geiler, wenn das so im Originalzustand wäre. Das hat so ein bisschen vom Baustil wirklich Tschernobyl-Style. Die Fensterfronten so mit dem Zement, das ist halt echt schon, das hat halt echt so diesen 70er, 80er Jahre Flair. Das ist, ich finde das geil, ich finde das richtig gut. Wenn die eine Sporthalle haben, haben die hier auch ein Schwimmbad, hundertprozentig. Haben die, da bin ich mir sicher, dass die das hier haben. Ich finde das so gruselig, ne? Alles zerkloppt, zerwächst am Arsch. Zwei Pissoirs. Nach Benutzung Knopf drücken. Okay. Ist logisch. Alte Türen, alte Farben, altes Gebäude. Bad. Montag bis Freitag 6 bis 17 Uhr geschlossen. Wo ist das denn? Oder ist das hier einfach nur die Badewanne? Nee, das sind doch Duschen. Das ist doch Quatsch. Nein. Wobei, hier gibt es auch so ein paar Badewannen. Meinen die damit das Bad? Nee, die haben hier ein Schwimmbad. Hundertprozentig. Das ist so etepetete hier der Laden gewesen, dass die sowas auf jeden Fall gehabt haben. Da muss man mal gucken. Ihre Räume? Warte. Ja? Nö. Herzlicher Leiter, Herr Reiner, diensthabender Arzt. Reha oder Altersheim, keine Ahnung. Da ist der Gammel. Fresh. Yo, da ist es. Nee, ist es nicht doch? Nein, doch, vielleicht. Keine Ahnung. Hier ist auch offen. Verrückt. Das ist so geil, ne? Leute, optisch. Ich finde das so gut. Vor allem finde ich das jetzt geil hier, dieser Abgang. Was steht denn da drauf? Wegweiser. Unterwassertherapie. Keine Ahnung. Erdgeschoss. Ne, wir sind ja im Untergeschoss, oder? Obergeschoss? Ne, Obergeschoss waren wir gerade. Unterwassertherapie. Übungswerkstätte Hallenbad. Hallenbad. Leute, da ist es. Hallenbad. Und Röntgen. Was ist das denn hier? Ja, das ist jetzt keine Unterwassertherapie, ne? Das ist eine Bowlingbahn, wie das aussieht. Da kommt die Kugel zurück. Ja, nee. Aber ich glaube, ich ahne, dass hier links auf der Seite ein Hallenbad ist. Gibt's doch gar nicht. Ist das strange? Wie groß ist denn der Bau hier, ey? Hier hast du
Option Decathlon, um deine Schuhe zu testen. Mit unterschiedlichen Pflastern und Steinen. Jetzt haltet euch fest. Ist das krass. Das sieht so geil aus, wirklich. Ich glaube, die Kamera, die kriegt das gar nicht mehr so richtig drauf hier mit diesem Verfall. Das ist so heftig, Leute. Ist das heftig? Ist das heftig? Das sieht so heftig aus. Die Unterwassertherapie. Ah nein, niemals. Das hat einer inszeniert hier. Ey! Das ist geil. Ja gut, hat jetzt keiner. Das ist so gewachsen. Ich bin geflasht. Also wirklich, dafür, dass das eigentlich scheiße ist, scheiße war, ist das einfach geil. Das ist einfach Wahnsinn. Wirklich. Ich bin geflasht, Leute. Schaut euch an. Die Tapeten, dieser alte komische Werkstattwagen hier, die Gardinen in diesem Senfgrün, die alten Armaturen und dieses megamäßige Schwimmbad mit dieser ominösen Ecke hier. Highlight. Wirklich, das ist Highlight der ganzen Reise hier. Boah, finde ich das krass. Finde ich das krass, ne? Also das Heftigste finde ich tatsächlich hier die Prothesen. Die Prothesen, die hier liegen, irgendwelche Gerätschaften, die man nicht definieren kann. Und das krasse Schwimmbad. Aber Leute, ich würde sagen, das war schon fast, weil ich muss hier echt raus. Das wird gleich dunkel. Und ich habe noch so das ein oder andere hier vor mir. Was ist denn hier? Okay, Wasserversorgung, Boiler. Boah, ist das geil, ey. Schaut das euch an. Ich kriege das gar nicht drauf mit meiner Kamera, weil das einfach... Das ist einfach in real tausendmal heftiger wie auf Fotos und Videos. Boah, ich flipp aus, echt. Zeitreise. Das ist so ein Ding, da musst du immer wieder hinfahren. Ich glaube, wenn du in der Nähe bist, musst du immer wieder mal hier vorbeifahren, weil das ist einfach geil. Genau, wir haben ein Schwimmbad. Wir haben eine Sporthalle, wir haben eine Bowlingbahn, wir haben hier alles. Das ist echt sehr, 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 sehr schwierig, gerade einzuschätzen, was man hier gemacht hat. Kann ich nochmal rausgehen? Geh nochmal raus. Es wirkt brachial, es wirkt wie ein Schloss. Da gibt es einen ganzen Klinikbereich, dann gibt es da noch eine Großküche und da hinten ist tatsächlich noch eine fette Sporthalle und hier im Erdgeschoss sind auch noch Räume. Und hier in dem Anbau gibt es ein großes, verhältnismäßig großes, selbst tatsächlich bei uns, aktive Krankenhäuser haben nicht so ein fettes Schwimmbad wie hier. Ich gehe davon aus, schreibt es gerne in die Kommentare, dass das eine Art Reha-Klinik war, beziehungsweise so ein Mischmasch aus allem. Man hat hier versucht, die Menschen bei Laune zu halten. Es waren Menschen hier, die sicherlich vielleicht auch hier gestorben sind, weil es gab ja richtige Räume, jetzt nicht so kleine kurzfristige Reha-Dinger, sondern richtig eingerichtete Räume, die man abschließen konnte, die alles erdenklich an Luxus bieteten, was man so haben wollte, genau. Aber jetzt ist halt der Zahn der Zeit an dem Gebäude ran und das dauert, glaube ich, nicht mehr lange, dann verfällt das immer weiter und das ist sehr schade, das ist sehr geil, aber ich glaube, es hat sich hier einfach nicht mehr gelohnt. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle, Leute. Ich verabschiede mich. Auf dieser Seite könnt ihr den Kanal abonnieren, auf der anderen Seite könnt ihr ein Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Ich muss hier weg. Ich habe noch ein bisschen was vor mir und ich brauche noch ein bisschen Licht, damit ihr noch mehr Videos kriegt. Tschüss!